es hat geregnet draußen. Willkommen zu diesem Video, Peace. Ja, es hat geregnet draußen. Heute ist der dritte Ferientag, glaube ich. Und ich war arbeiten von 8 bis 16 Uhr und jetzt bin ich wieder zu Hause. Und das heißt, wir können ein nice Video draus machen, hopefully. Aber bevor wir anfangen, müssen wir auf jeden Fall mal hier aufräumen oder ich muss hier aufräumen, weil da kann man nicht wirklich dran arbeiten. Also, let's go. Wieder für nächstes Schuljahr bereit. So, jetzt ist zumindest mal alles grob vom Schreibtisch runter und der Schreibtisch sieht zumindest mal gut aus, auch wenn hier übel das Kabel wirr ist und auch hier von den Sachen so zum Basteln, Bauen und keine Ahnung was alles mögliche drin ist. Das ist auch einfach nur übel überfüllt. Ja, da muss man auf jeden Fall irgendwann mal noch eine Lösung für finden, aber das machen wir nicht jetzt. Sondern jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema des Videos, denn ich stelle mir eine eigene Kaffeemaschine in mein Zimmer. Also eigentlich gehört die meinem Bruder, aber der benutzt die nicht. Und in der Küche haben wir nicht wirklich Platz dafür, deswegen kommt sie einfach in mein Zimmer. Ich habe das jetzt einfach mal so gelöst mit dem übel kurzen Stecker. Und hier steht sie, die Kaffeemaschine für mein Zimmer. So, das ist jetzt die Kaffeemaschine. Ich finde, es sieht übel cool aus, weil es halt weiß ist und der Tisch auch weiß ist und so. Und das passt halt farblich gut zusammen so. Sieht eigentlich relativ clean aus. Irgendwann werde ich vielleicht auch mal was dafür haben. Aber jetzt im Moment halt nicht, deswegen bleibt es jetzt erstmal so stehen. Und ja. Ist ziemlich cool, oder? Also ich finde es ziemlich cool. Und mal schauen, was ich jetzt noch mache. Ich glaube, aber nicht mehr viel für die Kamera. Deswegen will ich mich jetzt schon von euch verabschieden. Ich weiß, heute war der übelst kurze Vlog. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Und ja, ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, Leute. Haut rein. Und mir ist noch was eingefallen, was fehlt. Nämlich eine Tasse. Und Wasser. Weil dann muss ich eigentlich gar nichts mehr machen, sondern kann meinen Kaffee einfach direkt hier machen. Direkt morgens. Übrigens ist das hier wohl die coolste Tasse ever, oder? Jetzt brauche ich nur noch die Einbands, die an Weihnachten rausgekommen sind mit der Snoopy-Kollektion. Dann wäre das echt noch litter, aber ich feiere die Tasse irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum eigentlich.